Hallo Adi! So, dir geht's gut, ja? Noch? Das ist aber schön. Wir haben. In Adi geht's gut, ja. In Adi geht's immer gut, Adi gell? geht's gut. Adi! 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 Lass ihn Ach, doch alles mal wird gut, ja, Mann, reden. lass ich doch. So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und ihr habt sehr gutes Feedback gebracht über die Mama, ne? Und die Mama, die liest sich eh immer jeden Kommentar durch unter den Videos. Und ich habe ihr zwar davon abgeraten, aber sie wollte das unbedingt. Sie wollte die Hot Sauce probieren, die Molly Hot Sauce und die Adi Hot Sauce, hat sie gesagt. Sie will wissen, wie das schmeckt. Schärfe, die Nudeln, das war nix für sie. Also in dem Sinne war es nichts für sie, aber ich meine jetzt für euch muss ich ja so tun, das war nichts, das hat sie weggeputzt, wie als wäre es nichts. Und jetzt ist sie zurück mit einem Comeback. Wie immer hat sie sich auch hier eine Red Bull Milch mit billig Red Bull. Wir hatten nämlich kein Red Bull. Red Bull ist so teuer. Deswegen kann ich mir nur dieses billige zuckerfreie Energy leisten. Wir haben jetzt hier diese zwei brutalen Chili-Soßen von Mexican Tears, Molly's Hot Sauce, ne? Ich sag's nochmal, mit Chipotle Chilis, Amarillo Chilis, Zuckersalz, Jungle Pepper, Zwiebeln, Curry, geräucherte Paprika, Knoblauch. Ich würde sagen, guckt euch das an. Ich werde das jetzt mal ein bisschen hier rummachen. Ich werde dir, dass das so funktioniert alles, ich werde dir den Löffel in die Hand geben. Du darfst selber deinen eigenen Löffel Adi, festhalten. geh von das. Ich mache die hier auf. Ich kann es Kannst du auch das mal aufmachen. festhalten? Nee, ich kann es Nur unten. aufmachen. Nein, du darfst es nicht aufmachen. Das mit ne, Kindersicherung. Was ist das jetzt? Jetzt möchte ich dir halt den schönen gerade. Na, nicht in die Milch. Oh, Ja, kann ich erstmal einen Schluck das Milch ist wie trinken? Hustensaft. Jetzt möchte ich versuchen, dir davon was hier drauf zu machen. Von der Mollys Hot Sauce. So, jetzt hast du einen leckeren Löffel von Mollys Hot Sauce. Sandra hat gesagt, die ist einfach direkt nur scharf. Und ganz am Ende merkt man im Nachhinein etwas Currygeschmack. Jetzt mal gucken, was du dazu sagst, wie du die findest. Probier einfach mal, lass es mal über dich hinwegkommen. Und wenn du es gar nicht mehr aushältst, dann trink halt danach einen Schluck von deiner leckeren Milch. Aber Aber es hilft dann, mal ja. gucken, weiß ich nicht. Das siehst du ja dann, was es macht. Bitte schön. Und Action. Ja, Ja. Oder so. Action. Schmeckst du irgendwas raus? Ist nur einfach nur scharf. Ja, dir wieder zu lasch, ne? Wenn ich mir das so angucke Es hier. ist einfach nur scharf. Ah, es ist nicht mal Eiweiß, es ist nur scharf. Ja? Also wie ihr seht, Mollys Hot Sauce, ne? Die Sandra, ne? Und die Mama, Also, ne? Also, was? Geschmack, also schmecken durch gar nichts, nur scharf, scharf, scharf. Ja, Was soll das für einen Geschmack haben? das liegt an dir. Na, da ist ja auch nichts Keine drin, was Ahnung. besonders rausschmeckt. Da ist ja einfach nur Chili, Chili, Ja, Knoblauch. Chili, ja, Chili. Paprika, Pfeffer, es ist ja auch alles nur Chili ist scharf. es, Es ist Chili. ja eigentlich nichts, was man rausschmecken könnte. Wäre da noch eine süße Komponente drin? Darf ich mal trinken? Ja, mach doch. Wäre da jetzt eine süße Komponente drin, hätte man vielleicht Geschmack, der heraussticht. So hat es einfach nur, ja, dann trink halt gleich den ganzen Ich Bottich muss ja leer. leer. Ne, warte mal, ich muss erst mal. Erstmal die Augen, genau, das ist Ja, weil das wichtig. doch. Die feuchten Augen, Du musst ne? auch mal dazu sagen, dass ich sowieso Probleme habe mit den Augen. Nee, dann sagen die Leute, wie kannst du das nur machen, wenn ihr eh Ja, das Probleme mit ist den voll Augen habt? da. Die müssen denken, das kommt von der Das ist Soße, voll ja? da. Das wirkt dann authentischer. Als wenn die wissen, dass du den ganzen Tag weinst, weil du meine Mama bist. So. Aber ich sehe, du bist nicht beeindruckt, deswegen haben wir noch Adis Hot Sauce. Scharfe Chilisoße. Steht das übrigens hier auch? Ja, da steht auch scharfe Chilisoße, aber das war nicht scharf genug. Die Mama will Was heißt hier mehr. nicht beeindruckt? Adis Hot Sauce, denn die ist jetzt mit Carolina Oh Reaper nee. Chilis. Aber auch mit Kokosnuss, was man ja vielleicht rausschmeckt. Auch mit Wacholderbeeren, was man ja vielleicht herausschmeckt. Mit Curry, Oregano, ne? Wisst ihr Bescheid? Das war ja meine Kreation. Die werde ich jetzt auch mal rummachen.
Vielleicht ist es auch, weil das jetzt die ganze Zeit im Kühlschrank stand und jetzt ist es gefroren, deswegen. Oh, es ist gefroren. Deswegen merkt man das nicht, dass es scharf ist, weil Schärfe entsteht ja durch Wärme, die Rezeptoren und so, das wird ja angereizt. Kannst du wieder kurz die Flasche festhalten? Wenn ich schon Reaper höre. Dann ziehe ich das nämlich hier ab. Reaper, Skriper. Dann darfst du dein Level wieder nehmen. Adis. Otzos. Wie gesagt, da hat Pupsi gemeint, die schmeckt irgendwie fruchtig und süßlich zuerst. Und dann brennt es einfach alles hoch. Das kommt von tief unten, geht durch den Kopf in die Milch rein. Also bin mal gespannt, wie die... Machst mir ja jetzt Angst. Nein, wie denn das... Das ist... Machst mir Angst. Im Kino übertreiben sie auch immer. Jetzt geh doch nicht so weit runter. Ich sehe doch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mann, nicht so viel. So, bitteschön. Jetzt hast du die Adis Hot Sauce mit Carolina Reaper. Wow. Probier es einfach mal, du wirst auf jeden Fall einen Geschmack haben, zuerst. Und dann wird sicherlich auch die Schärfe dazukommen. Und wenn du es dann nicht mehr schön findest, kannst du ja dann wieder deine eklige Milch trinken. Mit dieser billigen, zuckerfreien Energy Mist. Können wir ja dann mal zeigen und Schleichwerbung machen. Ich trau mich. Merkst du das erste eigentlich noch von Molly oder ist es fake? Nee, es brennt noch. Na, dann geht's ja. Dann brennt's gleich noch mehr. Es brennt noch. Ja, so muss es sein. Jetzt guck doch nicht wie so ein Hund. Da kriegt man ja fast Mitleid. Nein. Oh, ich trau mich nicht. Was hast du eben gesagt? Auf geht's oder the show? Action. Nein, und Action, genau. Wo, zeig uns die show Action. Show must go on, ja. Mann. Lieblicher Geruch. Naja, der Geruch ist ja auch nicht so gut. Ja, was willst du denn erwarten? Das ist halt die Carolina Reaper. Sie sind ja auch schwarz und vergammelt. Wenn da drin ist, dann okay. Aber dann ist halt nicht Reaper drin, sondern Cubase. Ja, das versteht wieder keiner, außer Leute, die Musik machen und wissen, dass Reaper auch ein Musikprogramm ist und Cubase auch. Und süßlicher Geschmack, hä? Hm. Mhm. Und dann, ja, das, also eigentlich dauert es ein bisschen dann, bis es hochkommt. Wieder. Soll ich warten, bis es, oh. Was? Also so lange dauert es auch nicht, wie gesagt, genau. Ja, doch, ich merke schon jetzt. Jetzt wird es hinten irgendwie, Reaper. Im Endeffekt, es brodelt da und dann steigt es plötzlich wieder auf und kommt zurück. So hatte ich das Gefühl. Nachdem ich den ganzen Burger vollgehauen habe, saß ich da und habe geweint wie ein kleines Mädchen. Ich darf ja immer nichts trinken, das ist es ja. Wieso? Ihr habt es ja cool. Ihr trinkt immer Milch dazu. Weil ihr dürft das ja, ihr seid ja, bei euch sagt da keiner was. Ihr kriegt eh immer Respekt, egal was er macht. Selbst wenn er die Flasche nur anguckt, heißt es immer Respekt. Die Flasche. Welche war jetzt schärfer? Na, das zweite. Die Milch, gut. Reaper. Ja, aber hast du jetzt Wacholderbeeren geschmeckt oder Kokos? War da was Süßliches oder was Fruchtiges am Anfang? Weil da kam doch die Schärfe erst danach. Ja. Welcher denn... In dem Sinne besser geschmeckt, vom Geschmack her. Und der hält auch an, die Schärfe. Die hält an. Oh. Leute, es gibt Leute, die sagen, trink Milch, das neutralisiert. Und dann gibt es Leute, die sagen, trink keine Milch, das verteilt die Schärfe noch mehr. Oh. Ich weiß nicht, was stimmt. Kann doch jetzt nicht mal ernst Es gibt sein. Ja die und die. Nein, du machst das doch schon gut, sieht doch gut aus. Schmeckt die Milch heute wenigstens? Ich habe diesmal extra... Wenig Energy rein und mehr Milch, dass es mehr milchiger ist. Wenn ihr das lange stehen lasst, dann wird es auch schon floggig und dann kann man das im Prinzip rausnehmen und in die Ecke stellen. Vielleicht brauche ich Wasser. Wasser, auch noch. Ich weiß nicht. Ja, mal Milch gucken. Milch hilft irgendwie nicht. Nö, ich glaube aber Wasser hilft auch nicht. Das muss man dann einfach aussitzen. So. Auf jeden Fall hast du es ja trotzdem überlebt, wie man sieht, vorerst. Solange die Kamera läuft zumindest. Und... Ja, würde ich sagen, Glückwunsch natürlich, ne? Alte Schecke. Hast du gut gemacht, ne? Also wunderbar. Jetzt brennt es hinten nicht mehr so sehr, aber jetzt, wo? Da. Die Lippe wieder.
Am besten Eiswürfel lutschen habe ich nicht. Ich habe auch noch Eiscreme. Gut. Habt ihr auch schon mal Carolina Reapers, Reaper Chilis probiert oder Carolina Reaper Chilis Soße? Mach das bloß nicht. Mama sagt, würde sie immer wieder machen. Das ist nur nicht. So genial, da merkt man erstmal, dass man noch lebt. Ne? Probier das auch mal, schreibt mir in die Kommentare, welche Chilisoßen ihr so empfehlen könntet, ob ihr gerne scharf esst oder nicht. Und was ist denn schon wieder? Da liegt die Wurst auf dem Herd. Wenn man jetzt den Herd anmacht, ich sag's dir, da hab ich dich, da hab ich dich. Da, Hilfe! Gut, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Adi. Adi. Euer Ramses. Adi. Adi. Oh. Na, der muss gucken wie ein Chinamann. So, tschüss. So, Adi, jetzt. Jetzt ist doch aber gut. Der hält er immer noch fest und macht einen auf. Der tritt mir in den Bauch. Mit seinen Fledermausohren, mit den angeeckten. Tschüss, Adi. Bis morgen. Oh. Mann, film doch den nicht, wenn er guckt wie so ein Löwe.